herzlich willkommen zu Türchen Nummer 17 unseres HTS Adventskalenders. Ich bin gebeten worden, im Rahmen dieses Adventskalenders auch etwas zu den Rollen im Rudel zu sagen. Und das mache ich gerne. Wobei ich gleich dazu sagen möchte, auch wenn wir jetzt jeden Tag eine Rolle besprechen, eignet sich das als Einschätzung des eigenen Hundes nicht. Ihr kriegt so eine grobe Tendenz mit Sicherheit bei dem, was ich erzähle. Aber wenn ihr wirklich wissen wollt, welche Rolle im Rudel hat euer Hund, kommt entweder zu unserem Seminar Hundeverhalten, Rollen im Rudel, oder wenn ihr einen Rudel habt, zu unserem Seminar Rudelharmonie. Zu den Rollen im Rudel. Seit 2017 ist es unser Ziel gewesen, hündisches Verhalten in einem für den Menschen nachvollziehbaren Einschätzungsmodell zusammenzufassen. Das ist also ein Erklärungsmodell, die Rollen im Rudel. Zunächst beim Beobachten von Hunden. Wir beobachten Hunde ja immer bei HTS, daraus ist ja unsere ganze Arbeit abgeleitet. Zunächst einmal bemerkten wir, dass es Hunde gibt, die sich in bestimmten Situationen, zum Beispiel beim Erkunden des Geländes oder beim Wahrnehmen und beim Melden von Außenreizen ähnelten. Durch weitere Beobachtungen konnten wir dann bestimmte Rollen und Hundetypen zusammenfassen, die sich in ihren Handlungsabläufen, ihren Talenten und ihren Defiziten ähnelten. Schließlich kombinierten wir dann diese Rollen miteinander und lernten, dass es Kommunikationswege und Mittel gibt, Abläufe und Zuständigkeit unter den Hunden, die sich immer wieder geglichen haben. Meiner Erfahrung nach macht diese Rolle im Rudel circa 30% des hündischen Verhaltens aus. Das ist auf der einen Seite eine Menge, auf der anderen Seite gibt es 70% andere Faktoren, wie zum Beispiel Rasse, Alter, Hormonstatus und so weiter. Das heißt, wenn ich euch jetzt die Rollen beschreibe, könnt ihr gerne versuchen, euren Hund irgendwo zuzuordnen. Wenn ihr es genau wissen wollt, kommt einfach zu unserem Seminar. Kommen wir jetzt zur ersten Rolle in unserem Modell Rollen im Rudel. Das ist die graue Eminenz. Ich weiß, der Name klingt schön, aber tatsächlich ist das ein Hund, den wir bei den Einschätzungen sehr selten finden, weil der Hund sehr speziell ist. Das ist ein Individualist und das ist ein Einzelgänger. Kein Kuschelhund, also er kommt, wenn er will, zum Kuscheln. Ansonsten steht er da nicht so besonders drauf. Sehr viele Besitzer von grauen Eminenzen denken, sie hätten keine gute Bindung zu ihrem Hund, weil er eben von sich aus recht wenig die Nähe sucht. Es ist so ein Hund, der heißt in lustig, der ich gehe zum Lachen in den Keller-Typ, und so ist der Hund auch. Der hat tatsächlich schon als Welpe verglichen mit anderen Welpen ziemlich oft schlechte Laune und zieht sich zurück und möchte nicht irgendwo mittendrin sein. Worauf die graue Eminenz total steht, sind Strukturen und immer wieder gleiche Abläufe. Das heißt, dass er genau weiß, um 7 Uhr passiert das, um 8 Uhr passiert das, um 9 Uhr passiert das. Kommt dieser Ablauf irgendwie durcheinander, kann es sein, dass der Hund auch durcheinander kommt. Mit Veränderungen kommt er also nicht wirklich gut klar. Je strukturierter und je nachvollziehbarer für ihn der Ablauf und auch das Handeln seines Menschen, umso besser geht es ihm. Worauf er überhaupt nicht steht, sind sogenannte Dominanzspielchen. Also wer so aus den früheren Hundeschulen-Tipps glaubt, diesen Hund mal aufs Kreuz legen zu können, der wird sein blaues Wunder erleben, denn das sind Dinge, die sich eine graue Eminenz nicht wirklich gefallen lässt. Bei Außenreizen, die von vorne kommen, kommt er eigentlich gut klar. Seine Reaktion ist aber stehen zu bleiben wie ein Baum, und zwar unabrufbar. Und da ist es auch tatsächlich einfacher, zu dem Hund hinzugehen, als ihn abzurufen oder ihm zur Sicherheit nochmal ein zweites Stopp hinterherzurufen. Denn seine Aufgabe im Rudel ist nicht, zu den Außenreizen hinzugehen, sondern diese Außenreize nur zu bemerken und diese Informationen an einen anderen Hund weiterzugeben. Wenn er aber glaubt, dass es diesen Hund nicht gibt, dann macht er das selber. Und er ist dabei in der Regel ein körperlicher Hund. Also ein Hund, der auch mal mit einem Bodycheck einen anderen in die Schranken weist, ist für das normale Miteinander
sicherlich ein Hund, der herausfordernd ist. Es gibt so typische Rassen, wo die grauen Eminenzen häufig vorkommen, zum Beispiel Thai Ridgebacks oder Herdenschutzhunde. Das ist die Rasse, wo ich eine graue Eminenz am ehesten finde. Was noch wichtig ist, ist, dass eine graue Eminenz eine Leinenaggression entwickeln kann, wenn er zum Beispiel im Welpenalter in einen Welpenkurs gesteckt wird und dort Welpen sind, die ihn nicht in Frieden lassen und die seine Individualdistanz nicht achten. Dann kann es sein, dass es im Alter von 8, 9 Monaten zu der ersten Leinenaggression kommt, die allerdings meistens tatsächlich bei Unterschreitung der Individualdistanz, die unterschiedlich hoch sein kann. Aber in der Regel ist das ein Hund, solange diese Distanz gewahrt bleibt, bleibt er auch ruhig und er reagiert erst, wenn die Individualdistanz unterschritten wird. Die graue Eminenz ist ein sogenannter grüner Hund. Ihr kennt ja jetzt schon die Farben Grün, Gelb, Rot bei uns. Grün steht für Grundausstrahlung, Gelb für verwarnendes Verhalten und Rot für Körperlichkeit. Die graue Eminenz ist ein sogenannter grüner Hund, das heißt, er probiert die Dinge in der Kommunikation mit Artgenossen und auch mit Menschen erstmal über seine Ausstrahlung zu lösen. Kommt er damit dann nicht weiter, kann es sein, er wird körperlich. Körperlich heißt nicht beißen oder raufen, aber der Einsatz des Mauls oder der Einsatz des Körpers. Ich hoffe, ich konnte euch die graue Eminenz ein bisschen vorstellen. Und denkt bitte daran, die kommt seltener vor, als man denkt, auch wenn man vieles davon wiedererkannt hat. Ihr werdet sehen, am Ende gibt es noch den Schlusshund, der ist ganz ähnlich und der kommt viel öfter vor.